Heute mal eine Portfoliobewertung der absolut besonderen Art. Meine lieben Freunde, normalerweise kennt ihr das von mir. Ich erwähne gar nicht, wem das Portfolio gehört, welche Lebensumstände ihn dazu gebracht haben zu investieren, was ihn zukünftig erwartet und was das Ganze drumherum ist. Heute ist das mal ganz anders, denn die Geschichte, die mich von meinem Zuschauer erreicht hat, hat mich zutiefst bewegt. Ein Herr, kurz vor der Rente, möchte sicherstellen, dass seine Familie, seine Frau zukünftig finanziell gut abgesichert ist. Dazu kommt auch noch Krankheit und das alles verpackt mit unserem Rentensystem. Ihr seht, das hat echt ein bisschen Zündstoff heute in sich. Zusätzlich erzähle ich euch aber auch noch, wie ein Ticket im Wert von 120 Euro für die Blockchains in Hamburg, die führende Blockchain-Messe in Europa, rankommen könnt. Alles das direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Kryptofamilie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe meine Freunde, wir haben hier ein Portfolio. Knappe 90.000 US-Dollar Investitionswert, sprich Anschaffungswert. Momentan gerade schon wirklich gut im Plus mit 14 Positionen und einer wirklich guten Gewichtung. Und da sind tatsächlich auch Projekte drin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und wo ihr von mir heute auch das allererste Mal eine Bewertung überhaupt dafür bekommt, wo diese Projekte optimistisch, aber auch absolut realistisch liegen können. Wie immer, ihr kennt das ja aus meinen Videos unten, ihr findet Zeitmarken. Sprich, sollte euch irgendwelche Themen nicht interessieren, springt gerne weiter zum nächsten Punkt. Und ganz kurz mal vorab, das ist tatsächlich das Portfolio von unserem Zuschauer. Wie ihr schon seht, hat das ein sehr großes Kuchenstück an Bitcoin. Aber es sind auch ein paar andere wirkliche Raketenprojekte bei, die sehr, sehr viel Potenzial haben. Das Portfolio heute hat mich wirklich zutiefst bewegt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Wenn sich jemand Gedanken machen muss, der sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat, wie er seinen Lebensabend bestreitet oder vielleicht auch durch eine Krankheit gepeinigt, was sogar tatsächlich in diesem Fall der Fall ist, sich Gedanken machen muss, ob er denn überhaupt noch in der Lage ist, seine Familie bzw. seine Frau noch weiterhin finanziell zu versorgen, ist das echt ein Umstand, der einem tatsächlich zu denken geben sollte. Ich glaube, auf die Rente braucht man sich tatsächlich nicht verlassen. Das ist meine persönliche Meinung. Alles das, was hier an Steinen ist, ist meins. Meins ist das von mir und meiner Frau. Wir haben auch noch Mietwohnungen. Wir haben uns bereits unseren Cashflow aufgebaut. Aber die Frage auch mal an euch. Wie alt seid ihr? Mitte 20? Ende 20? Vielleicht Mitte 30? Seid ihr auch schon Ende 40? Dann habt ihr auf jeden Fall noch ein paar Jahre mit, sag ich mal, vielleicht euren Kryptoinvestitionen, um euch einen vernünftigen Cashflow aufzubauen, um vielleicht ein Business zu starten, was ihr euch aus euren Kryptogewinnen raus anfangt aufzubauen. Oder vielleicht lebt ihr auch einfach nur als Privatier von Dividenden, weil ihr Aktien kauft, oder ihr lebt von Staking Rewards, was auch immer. Kritisch wird es, wenn sich jemand mit Ende 60 Gedanken machen muss, weil vielleicht seine Rente nicht mehr ausreicht, wie er sich alternativ sein Gehalt bzw. seinen Lebensabend finanzieren kann, um die Rechnungen zu zahlen, um, ich sag mal, vielleicht auch teure Behandlungen bezahlen zu müssen, würde er jetzt beispielsweise nicht in Deutschland leben. Und das ist ein Umstand, der ist traurig. Der ist einfach traurig. Und dass man sich dann auf ein hochspekulatives Asset wie Kryptoassets verlassen muss, ist natürlich auch nochmal mit einer besonderen Würze versehen. Aber lasst uns mal reinstarten. Ihr kennt das Spielchen ja. Ich stelle euch ganz, ganz kurz das Portfolio vor. Wie sieht es aus? Wie ist es aufgebaut? Sag ein paar kleine Worte dazu. Dann gibt es einmal eine realistische Preisbewertung. Und es gibt auch am Ende noch eine optimistische Preisbewertung. Das ist natürlich alles wieder aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, hochgerechnet, Prozente. Ihr kennt das Spielchen ja. Aber lasst uns mal direkt reinspringen. Ja, wie ihr seht, wir haben 14 Positionen. Von diesen 14 Positionen ist wirklich das Gros, also über 50%, bereits bei Bitcoin geparkt. Was definitiv mit der Gewichtung und mit dem Ziel eine mehr als lobenswerte und sinnvolle Aufteilung ist, meiner Meinung nach. 2 Bitcoin zum Einkaufspreis von 16.082 Dollar gekauft. Richtig gut abgepasst. Respekt, finde ich ganz toll. XRP, zweite Position, muss ich ehrlich sagen, da gucke ich ein bisschen neidisch drauf. Fast 44.000 XRP zum Durchschnittskurs von 42 Dollar. Auch wirklich super. Beide Positionen gut im Plus. Ethereum, 8 Ether zu knapp 1.500 Dollar eingekauft, auch eine wirklich gute Position, 14.860 Dollar, gerade der Wert im Vergleich zu 12.400 Dollar Einkaufspreis. Position Nummer 4, Quant, 71 Quant zum Durchschnittskurs von 112 Dollar. Tatsächlich hat Quant momentan gerade, ich will nicht sagen, ein bisschen reingeschissen, sie haben sich aber einfach gezielt dazu entschieden, ein bisschen was von ihrem persönlichen Bestand abzustoßen, um einfach Rechnung zu zahlen. Da ist nichts Falsches dran. Ich weiß, da gab es ganz viel FAT und ganz viel Gelaberer auf YouTube rum. Leute, das ist ein Unternehmen, die müssen auch Rechnung zahlen. Punkt. Kein Problem. Position Nummer 5, ADA.
knappe 8.500 ADA zu einem Durchschnittspreis von 34 Dollar. Die hat er momentan auch gerade etwas im Minus, aber nicht schlimm. VeChain zu knappen 2 Cent gekauft, 142.000 VeChain. Das ist schon echt eine Hausnummer, Respekt. Position Nummer 7, Algorand mit knappen 17 Cent im Einkaufspreis hat er gehabt. Momentan gerade etwas im Minus, knappe 19.000. Polygon Matic, Platz Nummer 8, muss ich ehrlich sagen, Respekt, 2500 Matic, Durchschnittspreis von 83 Cent, ist auch momentan gerade im Minus, kann ich jedem nur empfehlen. Leute, trotz der Tatsache, dass die SEC gerade Matic auf dem Schirm hat, ich persönlich ignoriere das. Matic hat so viele Partnerschaften. Telekom ist einer von 100 Notbetreibern bei Matic. Matic partnert mit Disney, mit Starbucks zukünftig. Leute, wer sagt, Matic ist tot, ehrlich, nicht ganz verstanden, worum es bei dem Projekt geht. Schaut euch gerne nochmal das Video hier oben rechts in der Infobox an. Es ist so sehr lohnenswert, damit ihr mal versteht, warum Matic so genial ist. Position Nummer 9, Filecoin. Cloud Storage auf der Blockchain. Muss ich auch nicht mehr zu sagen, guckt unbedingt mal das Video oben rein. Da habe ich euch mal einen richtig guten Deep Dive gemacht und warum das vor allen Dingen auch ökonomisch und platztechnisch definitiv Sinn macht. 474 Filecoin zum Durchschnittspreis von 5,89 Dollar. Ist ja momentan im Minus mit, ist aber auch kein Problem. GRT, Leute, The Graph, ein richtig cooles Projekt. Hat da momentan gerade knappe 14.600 GRT im Portfolio zu 12 Cent gekauft. Auch leicht im Minus. Auch hier kann ich euch empfehlen, einmal ins Video gucken. Lohnt sich. Wer das Projekt noch nicht kennt, reingucken. Wärmstens empfohlen. Von meiner Seite aus. Keine Finanzberatung, einfach nur mal, dass ihr euch die Infos holt. Position Nummer 11, HBAR. Zu knappen 4,9 Cent gekauft. 25.000 Stück gerade im Portfolio. Ist er im Plus drin, muss man ganz ehrlich sagen. Das passt gerade, beziehungsweise es hält sich gerade die Waage. Preis ist gerade ungefähr auf. Und jetzt kommen wir zu Projekt Nummer 12, was ich auf dem Kanal noch nie erwähnt habe. Der Lopez Token. Hat er gekauft im Presale 27 Cent. Knappe 899 Lopez Token. Der Kurs ist momentan gerade bei 75 Cent. Ist ein bisschen im Plus bei, ist gut im Plus, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn es jemand schafft, das Thema Move und Where to Earn zu revolutionieren und 10-mal besser zu machen, als es Steppen und die Step-App gemacht hat und Walken und wer auch immer da gerade im System arbeitet, dann kann es Leandro Lopez sein. Das Produkt an sich selber, das Projekt an sich, die Marke, der Brand, die sind gar nicht angewiesen auf die Einnahmen. Ich persönlich denke, dass man dort wirklich auch nur mit der Zeit gehen möchte. Natürlich wird da sicherlich auch etwas bei abfallen. Aber die Technologie, meine lieben Freunde, und vor allen Dingen auch das, was sie in den Mining-Schuh gerade stecken, was sie an Evolution reinstecken, ist absolut geil. Macht euch da mal schlau. Projekt Nummer 13, Chainlink. Knappe 9,78 Euro bei 121 Chainlink. Und da ist er tatsächlich gerade deutlich im Minus, aber auch das wird sich wieder ändern. Und die letzte Position, Nummer 14, Smooth Love Potion von Axie Infinity. Ich denke, ihr wisst, dass ich aus meinen alten Portfolio-Bewertungsvideos das Ding total abgestraft habe. Ich bin immer noch der Meinung, das wäre für mich persönlich eine Position, wo ich sagen würde, das, was man an Geld drin hat, sollte man eventuell wieder rausnehmen und woanders reinstecken. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich traue dem Projekt gar nichts mehr zu. Er hat das Ding mal zu 0,2 Cent gekauft, ist momentan gerade bei 0,15 Cent, hat mal 483 Dollar reingesteckt. Hey, ist jetzt auch nicht die Welt. Und wenn wir hier unten mal unter den Strich raufgucken, was das Projekt bzw. wo er gerade steht, er hatte knappe 90.000 Dollar reingesteckt und ist momentan gerade mit seinem Portfolio dank diesen ersten drei Knallerpositionen Bitcoin, XRP und Ethereum wirklich in einem netten Plus von 113.998 Dollar. Also knappe 114.000 Dollar hat sein 90.000 Dollar Portfolio jetzt gemacht, was ungefähr 27% entspricht, was ich persönlich sehr bemerkenswert finde. Von daher, die Aufteilung ist gut. Der Einkaufszeitpunkt bei Bitcoin ist auch ziemlich cool und auch gerade bei XRP und Ethereum. Große Frage ist jetzt aber natürlich, was können denn diese 14 Positionen im nächsten Bullrun denn realistisch, aber auch optimistisch erreichen? Der realistische Case kommt jetzt und der optimistische Case folgt dann direkt im Anschluss. Schauen wir einmal auf Bitcoin. Ihr kennt meine Bewertung ja, 24, 25 werden wir definitiv den nächsten Bullrun haben, nach dem Halving bzw. kurz danach. Und warum ich dort auf 89.000 für Bitcoin gehe, erzähle ich euch. Ich denke selbst, dass wir deutlich höher gehen werden. Aber wir nehmen es hier realistisch an. Denn was danach ja später noch passieren konnte, kommt im optimistischen Case. Du wirst niemals das Peak erreichen. Du wirst niemals die 100.000, die 110.000 erreichen. Deswegen gehen wir ein bisschen drunter. 98.000 ist meine Bewertung für Bitcoin. Macht aus seinen zwei Bitcoin, die er momentan hat, 196.000 Dollar. Was wirklich bemerkenswert ist. Position Nummer 2, XRP.
Ich habe es einfach mal wirklich realistisch angenommen. Und ich denke, die Bewertung von $6.30 pro XRP, da geht jeder mit mir mit. Macht aus seinen ursprünglich $18.000, die er bei XRP investiert hat, $276.000. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Ethereum, seine 8 Ethereum zum Kurs von $5.500. Ich weiß, meine lieben Freunde, viele von euch haben gesagt, Ethereum wird deutlich mehr erreichen. Ich sehe das nicht. Ethereum hat ein Riesenproblem mit ihren Gasfees und das haben sie trotz des Merges, trotz der neuen Version nicht hinbekommen. Das ist einfach so. Und alle beschweren sich über die Gasgebühren und das wird im Bullrun noch schlimmer werden. Deswegen, ich sage jetzt realistisch Ethereum $5.500. Macht aus seinen 8 Ethereum $45.815. Quant Network, meine persönliche Meinung, im nächsten Bullrun werden wir realistisch $4.500 pro Quant sehen. Macht aus seinen 71 Quant $318.420. ADA, nächster Bullrun, $3.11. Sind wir bei knappen $26.600. VeChain, mal ganz realistisch angenommen, 90 Cent. Ich glaube, da ist deutlich mehr drin mit der Adoption und mit dem, was das Projekt so reißen kann. Aber ich denke, 90 Cent sind realistisch. Da sind wir dann bei knappen $128.000 in seinem Portfolio für seine VeChain. Algorand hatten wir schon mal geklärt, $3.90. Ist mehr als realistisch für das Projekt. Macht aus seinem Portfolio knappe $74.000. Matic, meine lieben Freunde, ganz provokant, $40 pro Matic ist realistisch. Schaut euch die Umlaufversorgung an, schaut euch das Projekt an, schaut euch die Partner an, schaut euch die Adoption an. Da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Meine Mädels übrigens halten auch Matic, finde ich total toll. Für seine 2500 Matic bei $40 machen wir knappe $100.000 aus seinem Portfolio. Filecoin, habe ich mal ganz provokant gesagt, $200 pro Filecoin, bringt uns dann auf eine Summe von knappen $95.000 für seine Filecoin. GAT, Projekt Nummer 10 in seinem Portfolio, $2.81, sind wir bei knappen $41.000 aus seinem Portfolio, was ich für mehr als realistisch halte. HBAR sehe ich persönlich knappe 75 Cent, was wie ich denke, sehr pessimistisch angenommen ist. Haut mir aber da gerne mal eure Meinung zu, denn ich glaube, HBAR haben wir noch gar nicht so richtig behandelt und mal die realistische Bewertung für das Projekt gemacht. Ich sehe dann bei ihm knapp $18.816 für sein Portfolio. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Projekt Lopez. Leute, es ist schwierig dafür jetzt eine Prognose abzugeben, aber lasst mich einfach mal kurz reden. Ich habe ja schon kurz erwähnt, dass ich dieses Projekt für sehr zukunftsträchtig halte. Ich finde die Technik dahinter geil. Die Jungs machen ein wahnsinnig gutes Marketing. Die haben enorm viel Geld in die Hand genommen für Finanzinfluencer auf allen Plattformen und haben marketingtechnisch wirklich alle Register gezogen. Und die machen auch ein gutes Marketing. Und da steckt auch ein reelles Unternehmen hinter, eine gute Firma, ein richtiger Brand. Ich nehme jetzt einfach mal realistisch $1.50 an. Ich weiß, jetzt wird es gleich Riesenaufschrei geben. Wahrscheinlich ist das zu wenig angenommen. Aber lass uns realistisch bleiben. Wir erwarten wenig und freuen uns über mehr. Projekt Nummer 13, Chainlink. Unsere 121 Chainlink sehe ich persönlich bei einem Einzelpreis von $50 pro Stück. Würden dann aus den eingesetzten $1.183 knappe $6.050 machen. Und Projekt Nummer 14, Smooth Love Potion. Leute, ganz ehrlich, ich traue dem Projekt nicht zu. Ich habe es mal auf 0,1 Cent gesetzt. Das wären dann aus den Token, die er jetzt momentan hat, wären das dann tatsächlich $241. Ich persönlich würde es abstoßen, meine eigene Meinung. Das ist auch tatsächlich einer der einzigen Kritikpunkte, die ich an diesem Portfolio habe. Aber mal Strich drunter. Was hätten wir jetzt aus unseren ursprünglich eingesetzten knapp $90.000 gemacht? Ich sehe hier 1,326 Millionen US-Dollar in dem Portfolio, was einem guten 11,6x entspricht. Und ich denke, meine lieben Freunde, einem guten 10 bis 12x bei dem sicheren, bei dem gut ausgewählten Portfolio, ich glaube, da geht jeder mit, oder? Das ist meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, nochmal, gerne eure Meinung unten in die Videokommentare, ob das Portfolio zu konservativ angelegt ist oder vielleicht auch einfach zu Moonboy-mäßig. Aber ich denke, es ist eher konservativ angesetzt. Und was ist denn jetzt meine absolut optimistische Bewertung? Dazu kommen wir genau jetzt. Meine lieben Freunde, Bitcoin. Bevor ich jetzt sage, was ich zu Bitcoin erwähne, ganz kurz, Video oben rechts in der Infobox. Ich habe mal anhand von Zahlen, Daten und Fakten ein bisschen probiert zu belegen, wo ich persönlich Bitcoin zukünftig sehe. Und das jetzt vielleicht nicht nur im nächsten Bullrun, sondern ich schreibe ja hier rein, optimistisch 2026 und später. Eventuell sehen wir das auch schon im nächsten Bullrun. Ich würde aber eher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das im darauffolgenden Bullrun sehen, deutlich größer ist. Bitcoin
eine Viertelmillion US-Dollar, 250.000. Bringt ihn dann mit seinen 2 Bitcoin, ist eine einfache Rechnung, auf eine 500.000 Dollar. XRP, 30 Dollar. Ich denke, auch das ist eher pessimistisch angesehen, wenn man mal den Vergleich sehen möchte. Aber wir sagen einfach mal 30 Dollar. Bringt uns alleine bei seinem XRP auf 1,3 Millionen Dollar in seinem Portfolio. Ethereum, 9.000 Dollar. Nochmal, ich bin bei Ethereum eher negativ eingestellt, bedingt durch die hohen Gasgebühren. 9.000 Dollar bringt uns auf 74.970 Dollar. Quant, 12.500 Dollar, habe ich auch schon in einigen Videos von mir erwähnt, warum ich das so sehe. Eins von den Videos verlinke ich euch nochmal hier oben rechts, schaut da gerne nochmal rein. Quant hat wirklich Riesenpotenzial, meiner Meinung nach. Macht aus seinem Portfolio 884.500 Dollar. ADA, 6 Dollar pro ADA, bringt uns auf etwas über 51.000 Dollar. VeChain, mal absolut reingeworfen, 1,50 Dollar. 212.830 Dollar. Man muss jetzt zu VeChain sagen, sie sind nicht die einzigen, die Supply Chain Management machen. Sie sind nicht die einzigen am Markt, die bereits große Partnerschaften haben. Morpheus Network ist da einfach ein Punkt. Aber sie sind die ältesten, sie sind die bekanntesten und sie haben einen Marktzugang in fast jedes Segment. Luxusbrand, Automotive, Transportwesen und. Alleine das verschafft VeChain schon einen riesen Vorsprung und mal von VeThor absolut außen vor gelassen. Wie gesagt, 1,50 Dollar, 212.830 in seinem Portfolio. Algorand sehe ich bei 6,30 Dollar, macht dann 119.479 Dollar in seinem Portfolio. Platz Nummer 8, Matic. Er schlagt mich nicht, 120 Dollar pro Matic, das sehe ich hier, 300.240 Dollar in seinem Portfolio. Filecoin. Pro Filecoin aufgrund der geringen Menge, die es an Filecoin gibt, aufgrund der riesen Anwendung und auch der Adoption, die dahinter steckt und auch der bereits vorhandenen Partner. Wie gesagt, Video habe ich euch vorhin verlinkt, schaut euch das nochmal an. Ich sehe hier 380 Dollar pro Filecoin als mehr als realistisch, beziehungsweise im optimistischen Case gut an und wir kommen hier auf 180.120 Dollar in seinem Portfolio nur für Filecoin. GRT, das Ding, das wird spannend. Also wo GRT landen kann, ist wirklich spannend. Ich habe es mal mit 7 Dollar und 3 Cent reingeschrieben, bringt uns auf etwas über 100.000 Dollar in sein Portfolio. HBAR, 2 Dollar und 40 Cent, ich glaube, das macht das Projekt alle Male. Liegen wir bei ungefähr 60.211 Dollar in seinem Portfolio. Und Projekt Nummer 12, der Lopez-Token. Ich sehe dieses Projekt bei guten 5 Dollar, wenn nicht sogar noch mehr, im optimistischen Case. Letztendlich, die Jungs haben sich für eine super Plattform entschieden. Ich meine, der Lopez-Token läuft auf dem Polygon-Netzwerk. Das wird alleine schon einen riesen Vorsprung bieten, denn keiner braucht lange warten, keine großen Fees etc. Ist eine super smarte Entscheidung. Dazu kommt auch noch, wir haben gerade mal 650 Millionen im Maximal-Supply. Und ich weiß, dass Lopez ja auch, Daniel Lopez sehr, sehr viel von den Dingern zurückkauft, um den Preis stabil zu halten, was ja auch wahnsinnig gut gelungen ist in den letzten Monaten. Und man muss auch dazu sagen, die Jungs arbeiten wirklich massiv dran. Ein Listing auf Maxi kam jetzt erst vor kurzem raus, vor ein paar Wochen, was definitiv auch riesen Adoption wieder geschaffen hat und das Projekt in weitere Investorenkreise getrieben hat. Projekt Nummer 13, Chainlink, hatten wir schon mal drüber gesprochen, 180 Dollar pro Link und ich sehe da 21.780 Dollar in seinem Portfolio für dieses Projekt. Ja, und Projekt Nummer 14, die Smooth Love Potion. Ihr wisst meine Meinung dazu, ich halte von dem Projekt gar nichts. Der Hype ist vorbei, das kann sich nochmal ein bisschen erholen, aber das wird nicht von langer Dauer sein. 0,4 Cent pro Token macht dann in seinem Portfolio 966 Dollar und 6 Cent. Das ist wirklich eine Position, da sollte man vielleicht sagen, die schreibe ich steuerlich ab als Verlust und rechne sie gegen Gewinne fürs nächste Jahr vielleicht wieder auf. Ja, und jetzt mal Strich drunter, denn das ist ja wirklich interessant. Was haben wir aus unseren knapp 90.000 Dollar denn jetzt rausgeholt? Ich sehe hier ein gutes 33,6x, was 3,828 Millionen US-Dollar entspricht. Nochmal, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung, das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte euch einfach nur meine Meinung mitteilen, euch einen Anhaltswert geben, aufgrund welcher Faktoren ich diese Preisentwicklung sehe. Von daher betrachte das bitte nur als kleinen Wegweiser, als kleine Idee. Und nicht als No-Brainer und nur weil David gesagt hat, muss ich da reinspringen. Das zählt natürlich auch für jedes andere Projekt und für jeden anderen Krypto-YouTuber, den ihr euch anschaut. Informiert euch bitte selber, macht euch selbst Gedanken, wo ihr diese Projekte seht, ob ihr in diese Projekte rein investieren wollt oder auch nicht, denn es ist euer hart verdientes Geld.
So, meine lieben Freunde, und wer jetzt noch Bock auf die Blockchains in Hamburg hat, vom 28. bis 30., genau jetzt geht's los. CoinEx hat es ermöglicht, unserer Community ein Ticket im Wert von 120 Euro zur Verfügung zu stellen. Was ihr dafür machen müsst, erkläre ich euch aber gleich. Die Blockchains ist Europas führende Messe für Blockchain mit weit über 12.000 erwarteten Besuchern, über 200 namenhaften Sprechern, die in den 3 Tagen, die Messe geht, euch alles über die Blockchain, über Neuerungen, über Kryptos, über NFTs, über den Markt erzählen werden. Und es sind weit über 100 Aussteller dort auf der Messe. Dazu kommt auch, dass CoinEx ein sehr stolzer Sponsor dieser Messe ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Riesending. Was müsst ihr für das Ticket machen? Eigentlich nicht viel. Meldet euch einfach über den Link, über meinen Link unten bei CoinEx an. CoinEx wird sich dann in den nächsten Tagen bei euch melden, bis spätestens 26. euch einen Code geben, womit ihr dann diesen 3-Tages-Pass im Wert von 120 Euro einlösen könnt und nichts für bezahlen müsst. Das ist eine wirklich mega riesengroße Messe und ich kann jedem nur empfehlen, da einmal hinzugehen. Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr einmal dem Twitter-Account von CoinEx folgt und hier das Event euch mal anschaut zu der Messe, könnt ihr tatsächlich auch noch einen Elite-Pass von CoinEx gewinnen für die Messe und müsst dafür nicht mal was bezahlen. Zusätzlich könnt ihr auch noch CET, also sprich die hauseigene Kryptowährung, gewinnen auf eurem Weg drauf, das aber nur mal am Rande. Tatsächlich würde ich das wirklich jedem empfehlen, denn die Blockchains ist eine Riesenmesse. Ich bin selbst auch da vom 29. bis zum 30., werde auch ein bisschen vloggen, werde ein paar Aufnahmen machen, werde euch mal die Eindrücke mitteilen. Das seht ihr dann in den nächsten Tagen bei mir auf dem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, heute mal ein ganz anderes Portfolio-Bewertungsvideo. Und ich denke, jeder sollte sich mal Gedanken machen, ob diese Situation, wie sie da gerade dargestellt wurde, warum der gute Mann diese Entscheidung getroffen hat für seinen Lebensabend, ob das wirklich alles so richtig ist mit unserem Rentensystem und allem drum und dran. Dazu auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein und vor allen Dingen auch, was ihr zu dem Portfolio sagt und ob ihr es genauso aufbauen würdet. Ich persönlich finde es wahnsinnig Sicherheitsbedarf und ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute und hoffe, dass er seine Ziele erreichen wird und dass ihm natürlich auch noch lange gut gehen wird und bei besserer Gesundheit bleibt. Schön, dass ihr wieder so lange beim Video dran geblieben seid. Und mal ganz kurz, wenn ihr noch nicht abonniert seid, unbedingt mal abonnieren. Ja, dann verpasst ihr auch keins meiner zukünftigen Videos und aktiviert auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Danke euch. Ciao, ciao.